Guck an. Weg sind sie. Wir sind schon wieder alleine und ein paar Neuigkeiten haben wir. Traumhaft. Naja. Gut, lass uns doch erstmal anfangen und so ein hübsches kleines Intro einspielen. Sowas hier. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Wieder Solo heute. Liegt nicht zuletzt daran, dass der MS-74 ordentlich krank ist. Gut, das wussten wir schon vorher, aber er ist tatsächlich schwerstens krank. Also ihn hat die Grippe dahin gerafft. Ich mache erstmal Musik an, glaube ich. Tobu. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir nach draußen hopsen. Wo ist er? Da ist er. Candyland. Ich selber bin übrigens auch ordentlich angeschlagen gewesen. Ich war amtlich kaputt. Ja, und wir haben uns einen neuen Shader gegönnt. Auf Anraten oder Empfehlung des Herrn Finon haben wir den Sildur's Vibrant Shader hier drin. Wir haben die Extreme-Variante gewählt. Und das sieht schon fett aus, das Ding. Also dieser Shader ist nicht ganz so künstlich wie der CUDA-Shader seiner Zeit. Und er ist ein bisschen deutlicher. Also man sieht halt ein bisschen mehr. Und es verhält sich eigentlich auch alles ganz gut. Wir gucken jetzt hier mal ein bisschen rum. Ganz speziell sieht man es am Wasser. Also das sieht jetzt schon deutlich besser aus. Ja, wenn du hier mal guckst. Und vor allem, wenn wir runtergehen unter Wasser. Es ist deutlich klarer. Klarer. Ja, also unter Wasser sieht es viel, viel angenehmer und freundlicher aus. Und das Lustige ist, wir haben immer noch emittierende Fackeln. Das heißt, wenn wir jetzt unter Wasser die Fackel anmachen, siehst du es ganz schwach, dass es dann dort ein bisschen heller wird. Wir gehen mal in dunklere Regionen. So, das ist, glaube ich, die Freitodregion. Zack, siehst du? Ich finde sowas ganz lustig. Zwar jetzt nicht wirklich realistisch, aber immerhin. Besser als gar nichts. Ja, und meine angeschlagene Stimme bitte ich zu entschuldigen. Ich bin halt auch nicht mehr so wirklich fit. Hab auch lange flach gelegen mit Fieber, Erkältung, Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen. All der ganze Spaß, der nicht wirklich Spaß macht. So, was ich bemerkt habe, ist, hier kommt offensichtlich Wand aus brüchiger Steinwand hin. Ja. Also ich bin mir da nicht sicher, was die Jungs da jetzt genau vorhaben, weil das ist doch schon ein ziemlich fettes Teil hier. Also das Haus wird auf jeden Fall mit mehreren Stockwerken laufen. Das Problem ist an der brüchigen Wand. Ich weiß nicht, ob wir so viel brüchigen Stein haben. Ja. Guten Tag. Was? Willst du mich anquatschen? Hast du dich jetzt weggedreht? Ding. I'm different, das ist wahr. Du bist auf jeden Du bist different, definitiv. Wenn ich schon gegen dich gegenlaufe und du kaputt gehst, bist du auf jeden Fall different. Herrlich. Ja, also wir machen heute eigentlich gar nicht so viel, zumindest nicht an dem Gebäude. Ich habe mir eher überlegt, nee, wir müssen da lang. Ich habe mir ja eher überlegt, dass wir hier hinten bei uns an der Berghütte mal ein bisschen die Einrichtung machen, weil die Hütte ist ja jetzt nur schon seit vielen, vielen Folgen. Steht die Hütte da? Ja, und passiert ist an der Hütte nichts. Hier unten sollte man vielleicht mal was hintun. Vielleicht hier mal ein Sofa und hier mal ein Sofa oder sowas. Das ist so meine Überlegung. Guck mal hier, wie der Shader aussieht hier drin. Das sieht gleich ganz anders aus. Aber es ändert sich gleich alles auch ein bisschen mit den Farben. Das ist gar nicht so hässlich. So. Und hier würde ich ganz gerne ein bisschen was machen. Ich weiß nur noch nicht was. Aber ich würde gern was machen. Also zumindest hier mal so ein bisschen was reinstellen.
Aber wir fangen am besten erstmal unten an. Ich denke da so an so ein paar, ja, ganz banale Vanillamöbel vielleicht. Hier so im Vorraum, weißt du, so hier so ein Tischchen, hier so ein Tischchen und so. Mal gucken. Wir gehen jetzt erstmal ins Lager und schauen erstmal, was wir an Material am Start haben. Und dann machen wir das Ganze mal ein bisschen dekorativer. Das wäre mir mal ein Anliegen. Das machen wir viel zu selten übrigens. Irgendwas dekorativ. Wir stellen hier Häuser hin ohne Ende und keins davon wird richtig möbliert. Außer das hier vorne. Da ist aber jetzt eigentlich auch nichts anderes drin als ein Tisch, ein paar Stühle, Bett, fertig. Und das reicht nicht. Also das Licht verändert sich im Übrigen langsam, das Lichtverhältnis. Wenn du reinkommst, ändert sich das Licht ganz langsam. Das persönlich finde ich an diesem Shader im Übrigen extrem geil, weil vom Tageslicht auf Raumlicht wechselt es ja auch nicht von einfach so, weißt du? Und ich finde es halt von den Farben her angenehmer gestaltet, es ist wirklich deutlich ruhiger. Also das schon ein feiner Shader, Shader, genau. Phenon, hast du gut gemacht. So, Eichenholz sollten wir uns auf jeden Fall mitnehmen. Dann sollten wir uns mitnehmen. Wolle. Haben wir nicht mehr so viel von. Muss ich mal gucken, ob wir unten irgendwo Scheren haben. Damit wir nochmal kurz an die Schafe können. Wir hatten hier mal Scheren. Das weiß ich, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. So, Rosenrot braucht man noch. Siehst du? Siehst du, da geht's doch schon los. Lehm und Wolle. Beeren und Beerenbüsche und Transportrohre. Wenn wir mal bei Lehm und Wolle gehen, wir mal gucken, was wir da haben. Das sind verschiedene rote Wolle ist aber gar nicht so schlecht, dass wir davon schon 52 haben. Da müssen wir nämlich gar nicht so viel färben. So, dann haben wir hier allerlei Schablonen und Monsterblablub. Aber eher das allerlei, weil da könnte vielleicht auch eine Schere drin sein. Ist es aber nicht. Decorative Lamps haben wir da, rote, aber die können wir nicht gebrauchen. Haben wir vielleicht hier noch was drin? Tragbare Tanks, Energieleitungen? Nee, also sieht es wohl danach aus, als hätten wir keine Schere mehr am Start, hä? Aber sicher bin ich mir da nicht. Normalerweise müssten wir sowas haben. Kaputt gemacht hat sie eigentlich keiner. Hab ich sie vielleicht im Rucksack? Nee. Nee. Aber wer weiß, wer weiß. Ich vertraue dem Ganzen nicht so sehr. Dennoch besorgen wir uns jetzt erst einmal ein, zwei Eisenbarren und machen uns einfach jetzt erstmal eine Schere. Das war ein bisschen viel, glaube ich, hä? So ist richtig. Meine Güte, was für ein Kontrastprogramm in der Musik heute. So, das kann weg, das kann weg. Das kann auch weg. Crafting Table haben wir übrigens oben noch in der Berghütte. Jetzt gucken wir erstmal, was wir an Schafen am Start haben. Ich hoffe, dass da ein paar sind. Rote, Flup, flup. Ah, hier hat er also ein paar Probleme, der Shader. Hier ist es ein bisschen unscharf. Das ist alles total unscharf. Oh, da muss man ja mal was dran ändern. Wer es nicht gesehen hat übrigens, das war ein Ausschnitt aus den Outtakes von Hashtag eine Armlänge. So, jetzt können wir hier mal ein bisschen Weizen besorgen. Das war mir so klar. Flup. Hier hat der Shader also offensichtlich ein paar Probleme. Ein bisschen unscharf wird das da. Ein bisschen verschwommen. Du hast also nichts am Auge. Gut. Also. Rosenrot. Rosenrot. Wir hatten die Farbstoffe alle mal hier, weißt du? Aber ich bin mir echt nicht mehr sicher, wo der MSD abgelegt hat. Naja, finden wir raus. So, finden wir auf jeden Fall raus.
Aber es ist jetzt, glaube ich, gar nicht so wirklich nötig. Was brauchen wir denn für diese Sofageschichten? Nur Wolle und Holz. Alles klar, das haben wir auf jeden Fall da. Holz nehmen wir 2 Stacks mit. Daraus machen wir uns dann den ganzen Kram, Sticks und das ganze Zeug. Ah, die Sonne geht unter. Alter, und jetzt guck dir das an. Sieht das nicht schon fett aus? Das ist schon ein fetter Sonnenuntergang. Allein wie sich der Himmel verfärbt, das ist schon ein ziemlich fetter Shader. Und jetzt siehst du auch erstmal, wo die Stärke im Shader liegt. Und zwar in der Beleuchtung der Nachtszenen. Nicht der Nacktszenen, der Nachtszenen. Ja, guck dir das an. Das sieht schon richtig fett aus. Kannst du sagen, was du willst. Oder auch hier, wenn du dann hier so langläufst. Weißt du? Das ist schon cool. Ja. Ich find's awesome. Sag doch mal, sieht das nicht gut aus? Ich find's sieht gut aus. So, was wir hier unten brauchen, sind ein paar Zäune. Und was wir hier unten brauchen, sind ein paar Druckplatten. Die finden wir ja dann hier. Das können wir ja dann hier einfach mal so. So, mindestens mal 6 Stück. 3 da, 3 da. So, was brauchen wir noch? Druckplatten. Dann machen wir das mal so. 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, wie das da unten dann aussehen wird. Ja, wir müssen ja langsam aber sicher ein bisschen da unten mal was hinkriegen. Ja, hier so wenigstens im Vorraum, so als Foyer. Ich sollte vielleicht auch mal hier so das Dingens wieder anmachen. So, und dann tauschen wir doch einfach mal. Ich habe hier sogar eine Druckplatte zu viel gemacht. Aber schlimm ist das ja nicht wirklich. Okay, das können wir so nicht machen. Ja, das war auf jeden Fall schon mal hübscher. Gut, das war's. Tschüss, macht's gut, bis dann. Nein, das war's natürlich noch nicht. So. Ja, dann würde ich dann hier vielleicht noch irgendwie ein 3x-Sofa hinstellen und da vielleicht ein 3x-Sofa. Da hast du hier schon mal einen kleinen Empfang, weißt du? So einen Mini-Empfang. Wäre doch mal was. Zack. So, beim Sofa, das sehe ja dann so aus, da brauchen wir einmal einen linken. Ja, das würde ja dann zack, zack. Braucht man 2x übrigens. Dann machen wir hier noch 2 und hier noch 2. Dann brauchen wir, das war der Sofa-Part left, dann brauchen wir einen Sofa-Part right. Right. Zack, 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 zack. Brauchen wir ja auch 2x. Wir haben ja schließlich 2 Ecken. Mein Sofa hat 2 Ecken. So, das ist dann rechts herum. Und Mittelpart, den brauchen wir dann auch 2x. 1, 2, 3. Didip, didip. Pöpöp. Das ist dann so pa, 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 weißt du?
So, dann stellen wir das alles mal nach unten. Dann haben wir zumindest da schon mal ein bisschen was gemacht. Und dann kommt ja der obere Bereich hier dran.